Bewegt. Bewegt. Guten Morgen, Herr Hauser. Ich musste auf. Angehen. Hört schon. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen hier mit meiner Maus. Bei mir zu Hause, in meinem Bett, durchs Internet. Wow, Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. 13, 14, 15, 16. Noch 4, dann 5 Kilometer laufen. Los, ihr Schnecken, wiegt euch das mindestens 1 Kilometer voraus. 16, 16, das ist doch nichts, Bela. Ey, komm schon mal, du. 17. Boah, das reicht doch jetzt mal. Vor allem das Ganze auch noch im Dreck. Sand, du sinkst tiefer, musst mehr Kraft aufwenden. Höherer Trainingseffekt. Wow. Badu, chill mal. Du bist nicht Hauser, du bist einer von uns. Ist so, wo sind deine Liegestütze? Hauser hat uns einen Tag geschenkt. Lass mal locker machen. Sagt der Ersatzmann. Okay, aber man muss auch regenerieren. Dehnen, auslaufen. Treuen Fans, wir Leni Autogramme geben. Oder einen Kuss. Auch für mich bitte auch. Ey! 18, 19, 20. Endlich und jetzt Abmarsch. Ei, ei, Hauser. Laufen und zwar jetzt. Bewegt euch, bewegt euch. Wow, auch schon wach. Habe ich denn eine Wahl bei dem Lärm? Ey, da crasht unsere Party und dann verwandelt der Badum seinen Klon. Wer? Nach Hause. Und Rosa hat mich auch einfach sitzen lassen. Mist. Ja, voll. Die Party war so cool und sie geht lieber kickern. Ist voll schräg. Alleine? Mm-mm, mit Anton. Ah. Was, ah? Naja, Anton ist süß, oder? Keine Ahnung. Solange Rosa Ahnung hat. Das wüsste ich doch. Oder? Also, wenn die den wirklich gut fänd, dann wird sie mir das doch erzählen, oder? Frag sie doch einfach. Wenn man verknallt ist, will man drüber reden. Das Gefühl beherrscht einen komplett. Es ist eine Mischung aus Strahlen und Kribbeln. Mhm, ja, danke, habe ich verstanden. Fragst du sie? Mal gucken. Ich find's doof, dass Rosa nicht auf der Party war. Kribbeln und strahlen hin oder her. Los! Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Erster. Nice, Victor. Du bist ein Siegertyp. Zwei so wie du und wir haben die Meisterschaft in der Tasche. Ja, das wird schon. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. No pain, no gain. Wo bleiben die denn? Du kriegst doch auch gebacken. Bist jetzt mein Groupie. Hier, guck mal. Du darfst sogar aus meiner Wasserflasche trinken. Aber das kriegen wir schon hin mit denen. Immerhin hast du es drauf. Guten Morgen. Moin. Mit einer digitalen Waage ist es genauer. Gewicht ist zuverlässiger als Volumen. Echt? Echt. Hier gibt's keine Waage, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bestelle eine. Die kann Hausner aus der Sportskasse bezahlen. Kommt uns allen zugute, wenn wir mit dem perfekten Drink perfekt in den Tag starten.
Mentales Training ist fast genauso wichtig wie gesunde Ernährung. No pain, no gain. Probier's mal mit, du bist echt super. Es ist nachgewiesen, dass die positive Formulierung die mentale Leistung um bis zu 10% steigern kann. Echt? Echt. Ich dachte, das hier hilft. Was nicht schmeckt, bringt keinem einen guten Start in den Tag. Stimmt. Brauchst du Hilfe? Nö, hab's im Griff. Du hast echt was verpasst gestern. Dafür warst du aber ganz schön früh im Bett. Trotzdem. Es hätte auch deine Insider-Party sein können. Mit eigenem Kostüm. Ich gehöre doch gar nicht dazu. Ja, aber ich hab's möglich gemacht und du kickerst lieber mit Anton. Das war nett. Nett. Anton war nett. Flora, ich hab ihm erzählt, dass ich keinen Eisschnelllauf mehr mache. Und da hat er gesagt, prima. Mehr Zeit zum Kickern. Tut mir leid wegen deiner Party. Okay, vergeben. Danke. Die Sache ist ja klar. Es hat gefunkt zwischen euch. Beim ersten Date. Was? Na, beim Kickern. Anton ist super nett und du findest das nett. Der steht auf dich. So ein Quatsch. Aber viel wichtiger ist, du stehst auch auf ihn. Flora, du spinnst ja. Das willst du nicht wirklich essen. Hast du ein Problem damit? Eigentlich müsste der Schafskäse längst da sein. Ah, frischer O-Saft. Sehr gut. Ich nehme auch einen. Und das ist auch vom Schaf? Kleine braune Kacker. Das sind getrocknete Datteln. Viele Vitamine und Ballaststoffe. Na dann! Hey! Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass man vorher fragt? Schön, mal wieder gemeinsam zur Schule zu gondeln. Ja, finde ich auch. War viel los in letzter Zeit. Du, sag mal. Ja? Also, so rein theoretisch. Wenn Anton wirklich verknallt ist, woran merke ich das denn? Du meinst außer beim Kickern? Ja, genau. Ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht wird er dir Komplimente machen. Komplimente. Oder dich lang anschauen. Deine Hand, die wird er länger brennen als nötig. Und der ultimative Beweis ist... Küssen? Das wäre ein krasser Beweis. Eigentlich wollte ich sagen, dass er genau immer dann auftauchen würde, wenn du es nicht erwartest. Hey, hast du einen Platten? Ich kann dir helfen. Ich habe Flickzeug. Also gut, dann bis später. Guten Morgen in die Runde und willkommen zu einer neuen Challenge. Leider ohne Bela und Badu. Die müssen trainieren. Profisportler. Die dürfen alles, solange sie schwitzen. Warum habe ich noch mal geduscht? Wenn's besser riecht, keine Ahnung. Es lockert die Muskeln. Manche sagen, man entfacht neue Kräfte. Da hat sich ja jemand schlau gemacht. Wir beginnen mit denen, dann Kurzsprints und dann ist die Staffelübergabe dran. Wir verlieren auf der 2 immer noch zu viel Zeit, Cecilia. Ich habe irgendwie schon wieder so einen Hauser am Ohr. Beinmuskulatur. Langsames Dehnen bis 10, dann das andere Bein. Hey, wo ist eigentlich Bela? Zu spät. Keine Panik. Ich bin am Start. Sorry, das ist eine echt stachelige Angelegenheit. Ich lach morgen. Jetzt raus aus dem Ding. Die Kostümparty ist vorbei. Ihr kennt das Märchen?
Ich der Igel, ihr die Hasen. Der Igel gewinnt immer. Kannst du das endlich lassen? Also, ihr habt den Trainer gehört. Langsames Dehnen bis 10. 1, 2, 3. Der Igel gewinnt immer. Mag mir jemand helfen? Ein cooler Joke, ein Snapshot für Kumpels und Familie. Das Problem dabei? Das Internet vergisst nicht. Es verfolgt euch sogar. Posts, Fotos, all das kann auch schaden. Mobbing zum Beispiel. Damit sind wir beim nächsten Spiel. Ihr werdet die Online-Aktivitäten eines Mitschülers prüfen. Prüfen? Was davon kann Schaden anrichten, was nicht. Ihr verändert und löscht, heimlich. Das ist voll cool. Aber das ist doch erst recht illegal. Ihr wolltet doch was löschen. Es ist nur ein Experiment und nur in unserem Modul. Dafür schicke ich euch genau jetzt einen zufälligen Namen aus der Runde. Und wie genau bekommt man eine 1? Hey! Nett. Nett. Super nett. Pavel, das ist alles sehr langweilig. Geht's auch leiser? Hey, kannst du deine Stimme woanders zerstören? Wenn nicht, ruf deine Mama. Ich gebe dir einen Tipp. Ich habe den grünen Gürtel. Das Mädchen braucht dringend Manieren. Mit deinem Profilbild fangen wir an. Was machst du denn da? Nichts. Ich warte auf jemanden. Ach, Flora ist noch mit ihrem tollen Modul beschäftigt. Ah, cool, danke. Wollen wir dann zusammen zum Internat fahren? Geht nicht, ich habe einen Platten. Ach, kein Problem, ich kann auch schieben. Schon okay, fahr ruhig vor. Na gut. Weißt du überhaupt, wie man Reifen flickt? Anton hat gesagt, er hat Flickzeug. Ah, cool. Dann viel Erfolg. Mit allem. Danke. Ciao. Ciao. Los geht's. An die Startplätze. Ready? Auf die Plätze. Fertig? Bela! Los, komm, beeilt euch. Als nächstes ist die Staffelübergabe dran. Wir machen Staffelübergabe. Jetzt aber richtig. Hey! Los, komm, als nächstes ein Weitsprünge dran. Seid ihr bereit? Los geht's! Und direkt der nächste. Hallo, Kostüm. Jetzt? Nein. Doch. Das mache ich nicht. Badu, Badu, Badu. Badu, 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 Badu. Wartet. Ich hab was viel Besseres. Sonderanfertigung. Macht er nicht. Wird er es tun? Hat er den Mut? Hat er nicht? Wird er zu seinem wahren Ich stehen? Oh. Hey. Bewegung, 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 Bewegung. Wie blöd sehe ich denn aus? Hauser. Badu, Hauser. Das ist also deine Vorstellung davon, Bestleistung herauszuholen?
Bravo. Dicke Luft? Kann man wohl sagen. Echt uncool. Das mit dem Igel und der Maske war nicht meine Idee. Das war Belas dumme Idee. Man kann mal verlieren. Aber man haut sein Team nicht in die Pfanne. Ich war echt stolz, als du mit Victor ins Sommercamp durftest. Hab gedacht, das hebt dich aufs nächste Level. Disziplin, Verantwortung. Ja, manchmal auch streng sein. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Du bist Teil des Teams und gleichzeitig der Trainer. Sei ein Vorbild. Shit. Ich bin ein Vorbild. Was ist kurz vor Schluss? Ich habe so gar keine Ahnung. Okay, Sauerstoff als Brandbeschleuniger. Darum geht's. Wir brauchen Bunsenbrenner. Komm schon. Ein Lächeln. Ich zähle auf beiden Seiten 5 ab. Lächeln. Und schreibe minus 7x gleich minus 10. Bis auf einen kleinen Fehler, sehr schön, Joyce, machst du aus der 7 eine minus 7 in Klammern, ja? Okay, Sauerstoffflasche, Tiegelzange, Becherglas und Stoff. Ich hab's. Das Ergebnis ist x gleich 1. Und auch das Ergebnis ist richtig. Super. Bis auf den kleinen Fehler am Anfang, Joyce. Eine verdiente 1 minus. Sehr schön. Danke. Keine Handys im Unterricht, ja? Gut. Schon viel besser. Interessante Wahl. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Wollte ich gerade sagen. Soweit ich weiß, ist Joyce doch nicht in unserem Modul. Ich habe ein langweiliges Profil zugelost bekommen. Joyce hier braucht viel dringender meine Hilfe. Finde ich super. Ihr wisst aber schon, was ihr da tut. Ihr eine Chance geben. Lächeln statt Stinkefinger. Sie wird dankbar sein, wenn sie merkt, was das ausmacht. Ich glaube, Hauser ist richtig sauer. Na, enttäuscht. Was bei Hauser dasselbe ist. Sie müssen mir eine zweite Chance geben. Du stellst Forderungen? Mann, warum lässt Badu ihn nicht einfach in Ruhe? Er wollte halt einfach das Richtige machen. Und wir haben nicht mitgezogen. Na, du siehst das viel zu verbissen. Es war nur ein dämlicher Tag. Sagt der Igel. Sie sind sauer, weil sie gewinnen wollen. Das will ich auch. Aber ich kenne das Gefühl. Wenn man hinfällt, steht man halt eben wieder auf und macht's besser. Irgendwas muss Hauser tun. Ich meine, er ist der Trainer. Er wird Badu doch nicht einfach aus der Staffel schmeißen. Never ever. Ey, bei Hauser weiß man nie. Sollen wir Badu helfen? Macht euch locker. Das Einzige, was Badu in die Tonne treten kann, ist eine Karriere als Trainer. Ich soll dir das Staffeltraining übergeben? Sie bleiben natürlich der Boss. Ah. Ich werde Ihnen über jede Einheit Bericht erstatten, mich mit Ihnen abstimmen. Nur bis zum Wettkampf. Ich krieg das hin, Hauser. Und was, wenn nicht? Was, wenn ihr verliert? Werden wir nicht. Vielleicht schmeißen Sie ja Wähler aus der Staffel. Den Ersatzmann feuern? Ziemlich lahm. Ab sofort übernehme ich wieder Badu. Denn es gibt nur einen Warenhauser. Der bin ich. Also, ja. Und? Was sagen Sie? Bis zum Wettkampf. Ich will alle Infos.
enttäusch mich nicht nochmal. Nie wieder. 10 Runden sprinten. 20. Ich kotze. Victor, zeig ihm, wie der Pro es macht. Los, schneller, was ist los? Danke, Leni. Gerne. Wofür denn? Da geht was. Bei Frau Schiller? Bei Rina? Oh, bei Moritz? Bei Victor? Was habe ich denn mit Victor zu tun? Nichts. Eben. Bei wem geht was? Na, bei Rosa und Anton. Hast du sie gefragt? Ja. Also, nein. Sie hat sie erzählt. Ja, nee, musste sie gar nicht. Es war ja alles klar. Ich habe sie sofort angesehen. Angesehen? Ja. Also hast du dich eingemischt? Nein. Nein, ich habe geholfen. Wenn du das sagst, dann... Wie kompliziert kann die Liebe schon sein? Mal im Ernst, hm? Hey. Cooles Teil. Ich weiß, Style geht anders. Aber Hauser, also Papa, dachte, ich finde das cool. Naja, das ist auch nicht viel cooler. War echt schön heute. Ja, fand ich auch. Schlaf gut. Also, es war ja heute wirklich schön, oder? Super Tag. Anton. Mhm. Der Tag heute war wirklich schön. Und ich finde dich total nett. Und ich glaube, du findest mich auch total nett. Also, da ist doch was zwischen uns, oder? Wir sind verliebt oder so. Das ist doch wunderschön. Was? Ich glaube, ich küsse dich jetzt, Anton. Nein. Na los, Leute, nicht so langsam. Bewegt euch, bewegt euch. Na los, Leute, schneller. Hush, baby. It's dark before the dawn. Hush, baby. I'm leaving the light on. This night, leave it all behind. Hush, baby, don't you cry. Guten Morgen und guten Appetit. Ein Lächeln sagt viel über eine Person aus, vor allem Vertrauenswürdigkeit. Babys können das frühestens ab der 4. Woche, liegt aber nicht an den Augen- oder Mundmuskeln, das Gehirn ist einfach noch nicht so weit. Was ist los? Dein neues Profilbild im Connector Space. Echt nett. Stalkst du mich? Nee, gab eine Update-Nachricht. Danke, Rena. Wenn ich den erwische, der das gemacht hat, mach ich ihn platt. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist, oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wieder. Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.